Hi Leute, weiter geht's mit Titanfall 2. So, wir müssen zu BT aufschließen. Ich hoffe, dass wir ihn jetzt mal finden hier. Bin gespannt, wie weit er noch weg ist. Hier werde ich nicht rein können. Das ist alles giftig und bleh. Hier werde ich auch nicht rein können, oder? Nee. Was gibt's hier? Hier wird ja nichts. Hier wird auch nichts. Ich denke mal, hier wird unser Weg sein. Ich habe das Gefühl, wir sind schon seit Tagen unterwegs. Brauchen Sie eine Pause? Nein. Nein. Gut, für Ruhe ist keine Zeit. Wir müssen die Mission fortsetzen. Wo soll ich denn hier lang? Darüber, das? Finde einen Weg. Pilot unter uns! Nein, die werden mich hier nicht erwischen, hoffe ich. An alle Einheiten, Feuer auf diesen Piloten bitte! Okay, ich muss irgendwie da hoch, anscheinend. Haben wir Sichtkontakt? Irgendwer? Ich sehe nicht. Aufpassen! Ziel geortet, da unten! Komme ich da hoch? Komme ich über jemanden erklären? Hier geht's nicht hoch. Hab das Ziel verloren. Eieiei. Komme ich denn da hoch, Eger? Können wir da niemals hoch? Okay. Pilot fällt mir in die Flanke. Schon, dass ich hier ein bisschen Deckung kriege. Giftmüllpumpen filtern jetzt die automatisierte Testanlage Kuppel 2. Okay, ich habe gehört, ein Titan der Vanguard-Klassung beim SRS-Pilot reiben meine IMC-Unterstützung auf. Wer du auch sein magst, du bist. Kommt denn der auf einmal her? Hier drüben.
Machen wir Sichtkontakt! Irgendjemand! Negativ, kein Sichtkontakt! Mein Sport ist tot! Schalte externe Drainagepumpen auf dem Meersystem. So, jetzt aber. Der ist schon down? Kane, bitte komm! In der Anlage ist ein Teil der Vanguard-Klasse. Vermutlich SRS. Vermutlich SRS? Alle Vanguards gehören zu SRS, du Schwachkopf. Wenn du dem Job nicht gewachsen bist, dann... Ah, das war der Scharfschütze. Kane wird es schon rechnen. Solche IMC-Stümper. Giftmüllpumpen filtern die Sie müssen aufpassen, Pilot. Das kannst du laut sagen. Sie müssen aufpassen, Pilot. Wege werden sich in Kürze kreuzen. Hoffentlich, ja. Cool, klingt gut. Ich orte mehrere Sicherheitskräfte der IMC. Machen Sie sich bereit, Pilot. Oh, das ist BT, okay. Lange nicht gesehen, BT. Im Gegenteil. Dank Ihres Helms konnte ich Ihren Fortschritt in Echtzeit verfolgen. Sie haben gut gekämpft. Die Steuerung des Schlammstroms ist in der nächsten Kammer. Ich markiere sie auf Ihrem Pfad. What the fuck? Überbrücke Pumpenfiltersystem. Notabschaltung initialisiert. Pumpenabschaltfrequenz 20%. Alter, was? What the fuck? Was ist das? Oh, okay. Pumpenabschaltfrequenz 20%.
Zielerfassungssysteme stören. Alter Schwede. Okay, ich muss da irgendwas anderes finden. Unterstützung! Pumpenabschaltsequenz 20%. Schlammfälle enthalten in hoher Konzentration Schwermetalle, die meine Zielerfassungssysteme stören. Wie schwer kann das sein? Schieß einfach! In der Kampfzone meines Piloten blind zu feuern, verstößt gegen Protokoll 3. Alter, diese Scheißspinnen! Diese Mistspinnenviecher! Alter, ich dreh durch. Okay, du musst gleich mal wegspringen, glaube ich. Boah, Alter, ich krieg Vogel! ETF? Feindliche Infanterie.
kann ich die komische Spinne nicht mehr kommen. Das war ein schwieriges Gefecht, Pilot. Sie haben sich gut geschlagen. Ich habe alles für Ihre Akte notiert. Ausgang auf dieser Seite identifiziert. Hier entlang. Oh. Steuerung geht an Pilot. Das war jetzt nicht einfach, muss ich sagen. Protokoll 2. Mission fortsetzen. Ich habe Befehl, Spezialeinsatz 217 abzuschließen und zu Major Anderson von der SRS zu stoßen. Müssen wir überhaupt hin, hoch, runter? Kane. Du warst nicht zu Kanes Party eingeladen. Deshalb bist du jetzt tot. Sieh an, noch so ein mächtiger Held mit einem SRS-Titan der Vanguard-Klasse. Ja, du gefällst mir. Kommst mit einem Messer zu einer Messerstecher. Die Party kann losgehen, Grünschnabel. Halten Sie Thermitbecken. Sie verursachen schweren Schaden. Ich freue mich schon so auf deinen Zeiten, Grünschnabel. Wow. Gute Arbeit, Pilot. Kanes Helmfunkgerät ist noch intakt, Pilot. Wir sollten es bergen. Wir brauchen Verstärkung in den Tunnel. Nehmen wir das Funkgerät mit. Den Helm. Kann ich ihn einstecken, oder was? Sloane F. Blisk, die IMC hat die Lade so gut wie im Sack. Machen Sie die Draconis standklar. Verstanden. Ich habe hier drei Gefangene. Was soll ich mit denen machen? Ja, töten Sie sie. Nein, nicht! Bin unterwegs. Sloane aus. Die Entschlüsselung der feindlichen Kommunikation hat in der Militärgeschichte eine lange Tradition. Das kommt uns zugute. Um zu überleben, müssen wir in Bewegung bleiben. Okay. Okay, Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Cut. War echt eine geile Folge, muss ich sagen. Action pur. War richtig geil. Ich würde sagen, wenn es euch ein bisschen gefallen hat, schaltet auf jeden Fall wieder ein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, und ich bin gespannt, was uns dort erwartet. Bis dahin, viel Spaß. Ciao, ciao. Euer Andi.